Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 4. Wir sind dabei, uns ein bisschen wieder zu retten, sag ich mal. Gehen wir uns hier wieder ein bisschen aufbauen. Oh Mann. Und den Feind hier fernzuhalten. So, dann hoffen wir, dass wir das jetzt alles auch halten können. Jetzt mal das Tor verlieren. Wieder hochheilen. Das ist nice. Soll ich jetzt sagen, du schreibst mal da hin und Position halten. Ich muss noch ein Tor kurz aushelfen. Wir sind schon wieder aufs Tor gekommen. So, Rambock bitte weg. Danke. So, jetzt haben wir hier ein paar Verteidiger. Hier sind auch schon mal ein paar Verteidiger hier. Arbeiten unsere Leute schon mal. Das ist nice. So, wir haben Nahrung. Wir haben eigentlich genug, um weitere Truppen auszubilden. Ich möchte da auch noch mal ein paar stehen haben. Du kannst auch noch welche bauen. So, auch dahin. So, ein paar Nahkämpfer auf die Seite. So, wir brauchen Nahrung und Holz. Aber das kann ich zurück noch leisten. So, wie ist das eigentlich? Oh, stimmt, hier habe ich auch noch Bogenschützen. Bogenschützen. Produktion läuft auf Hochtouren. So, nochmal zwei Mönche. So, jetzt müssen wir uns langsam. Ja. Was überlegen gegen diese komischen Typen. Kann ich mir Ritter leisten? Ein paar Vorstöße machen oder muss ich wirklich mit Bogenschuss und Nahkämpfern das alles angehen? Ich brauch Reiter, um die Dinger fernzuhalten. Wir schicken nicht so viele Leute darauf. Wo einer nichts macht, kannst du auch nochmal reparieren. So. Mal dahin. Das ist auch Schrott. Perfekt. So wollte ich das haben. So. Ich mach die auf den Wellen. Ach du auch. Ja. Irgendwo was zu reparieren? Nicht wirklich. So dahin. So, auch da gehen noch ein paar hin. Ach, mein. Toll, jetzt meine Bevölkerungsgrenze erreicht. So, gut, dann sammeln alle Nahkämpfer. Die Bogenschützen. Hä? Treff ich diesen einen Typen noch nicht, oder was? Warum treffen wir die Bogenschützen? Für die haben. Danke. So, ihr seid jetzt Gruppe 1. Und ich kann sagen, dass ich. So. Nee, ihr werdet mal hier vorne stehen. Ja, schick aber ganz bereit zu mir. Ist okay. Schicken Sie die Dinger wieder nach. Okay. Das ist kaputt. Sehr schön. Was waren die?
So, du stehst da. Was heilst du mich? Was ist denn mit denen schon wieder? Dass sie nicht arbeiten wollen. So, jetzt würde ich schon einen zweiten Vorstoß hierhin wagen, damit wir uns irgendwie Goldschaft beschaffen können von dem Ding. Sollte uns eigentlich gut helfen können. So, und ihr? Bei Gruppe 2. Ihr müsst damit. So, noch irgendwas, was wir reparieren können? Ja. Sie hilft. So, jetzt hoffe ich, dass ich da irgendwas zerstören kann. Ist ja nervig mit den ganzen Angriffen. So, der Außenposten ist schon mal weg. Die feindlichen Linien gerieten in Zwanken, als Mathildas Truppen die Belagerungsarmee zurückdrängten und einen weiteren Teil der Blockade aufhoben. Ein Glück. So. Ist hier noch irgendwas, wo er seine ganzen Belagerungseinheiten Sachen holt oder so? So, jetzt würde ich ja schon ganz gerne Magdkarren hier rüber schicken. So, das ist ja eigentlich keine große Gefahr, aber ich weiß nicht, wo die immer alles ausgegraben haben hier. So, alle drauf. Ja, ich weiß, von mir angegriffen. Das macht ja auch mehr Sinn. So. Kriegen wir es jetzt langsam? Oh nö. Ich gewinne ja auch gegen meine Trottel in allen. Okay. So. Speichert wieder. Wow. Ich will selber speichern. So, jetzt hoffe ich, dass ich von hier aus keine Truppen mehr kommen, die das jetzt meine ganzen Händler hier kaputt machen. Was kostet so ein Händler eigentlich? 100 Gold. Uff. Na, ich werde mal lieber noch 300 Gold aufbewahren. Nein! Nein, einfach nein. So. Es kommen wieder alle. Aha. Wir können da schon mal rüberlaufen. So. Das ist super, dass das hier mitschießt. So. Heils, das ist okay. Das ist der andere. 4 Münzen angeblich. Ach, ja. Wir retieren das Dorf, wo man dass sie ihn oben dann halten. So, verliere das mal. Okay, das war schon gesagt. Ich weiß halt nicht, wo die das hernehmen. Es muss irgendwo im Hintergrund sein und ich komme da nicht ran. So, hier glaube ich nicht, dass die groß ankommen werden. Die werden weiter hier. Weil hier auch das Ding ist. Ich muss das irgendwie beschützen. Aber ich weiß nicht wie.
So, dann haben wir zwei rüber. Ich muss diese Sachen hier zerstören. Wenn ich das dann hab, dann hört hoffentlich die Belagerung auf mit den ganzen Angriffen. Die sie immer irgendwie von hier aus schicken. Okay. Was davon? Du produzierst auch schon mal. Ritter? Ne, Ritter sind zu teuer. 30 Gold habe ich auch nicht. Ich kann nur diese Trottel-Einheiten bauen. Das Träger sind gefühlt das Einzige, was ich aktuell haben kann. Die schießen auch drauf, nett. Hier vier, da können alle schon stehen. So, das haben wir gesichert. Auch mehr, einfach mehr. Dann werde ich die einfach nur in Massen draufschicken. Mehr kann ich mir aktuell wenig vorstellen, was ich machen kann. Warum hat das Gold fehlt? Wenn ich jetzt hier welche hinschicken könnte. So. Bogenschützen. Ja, schicke ich auch noch welche mit. So. Irgendwas? Nee. Sieht gut aus. Holzfäller. Dahin. So, die bleiben auch am besten hier. Ja, die können eigentlich eh nicht viel machen. So, ach, einer Nimmel ist schon wieder erreicht. Na geil. Was soll ich mit den paar Einheiten hier machen? Ich nehme euch mal mit. So, also Bogenschützen, okay. Oh nein. Ich kann gleich zum Gegenangriff gehen. Dann können die schon mal wieder produzieren. Das hat er nicht so lange gehalten hier. So. So. Ah, kein Witz hier ruhig. Schön in meinen Bogenschutz rein. Das war ein Satz mit X, ey. Wow. Am besten baue ich noch hier ein, damit ich schneller produzieren kann. Ja, mach mal. Achso. Das ist einfach schon kaputt gewesen. Ja, baust du ein. Ja, das ist schon mal gut, dass man das schon machen kann, während der am Rumwuseln ist. Bogenschützen, gehen nach vorne. Ja, auch nach vorne. Ach, jetzt greifen die mich auch schon an. Aber mit einem Arbeiter. Sterben wieder alle. In Hester, Spider-Man, Standard and Presenter. So, der Sperrkämpfer. Spider-Man, Yara. So, und da waren noch ein paar. Spider-Man, Yara. What shall each do? Oh, ist nicht dein Ernst. Ich wollte einfach nicht aufhören.
So, gehen wir dahin. Dieser Team 1. Ich muss das jetzt erstmal die Belagerung brechen. Das ist einfach nicht möglich, irgendwas hier zu reißen. Ach, die Stecker war weg. Nein, egal. Die heilen einfach nicht. Wow. So, ihr seid Team 2. Ich muss solche Stoßtruppen schicken. Ich habe gerade keine andere Wahl. So, macht sie kaputt. So, das letzte jetzt hoffentlich. Oh, wow. Nein. So. Mehr Qualitätsleute, aber die kriege ich nicht. So, jetzt ist das Ding auch schon mal weg. Angriff. So, dann haben wir das jetzt schon mal hinter uns gebracht. Oh shit, Arbeiter? Können wir das mal einreißen hier bitte? Den einen Typen hier. Das Ding ist doch schon fast weg. Oh, danke. Das wollte ich echt kaputt sehen. Oh, endlich, wir haben es. Mathildas Kämpfer überwältigten den Feind und sicherten die Umgebung der Burg. Hat jetzt auch lange genug gedauert, muss ich ja mal so sagen. Zwingen sie finale Angriffswelle. Was? Angriffswelle? Alles Zeug. Ja, gut, alles Zeug. Angriff. Einfach nur Angriff. Ich gehe von der Seite rein. Oh, von da kommen die. Ah, klar kommen die raus. So, Angriff. Okay. Ne, ich hoffe jetzt nicht. So, finale Angriffswelle. Ist das jetzt die oder? Fehlt da noch was? So, alles Gruppe 1. Nahkämpfer sind es. Wichtig, ich habe schon gesagt, die sind wichtig, dann soll ich auch noch ein paar produzieren. So, ich auch noch ein paar. So, abgewehrt. Dahin.
So. Du, vorreparieren. Hier ist sonst nichts kaputt. Hier ist irgendwas kaputt gewesen. So, Angriff. So, die einen kann man schnell töten. Ist hier unten wieder was? Boah, das ist nur mit Schrotteinheiten, die irgendwas reißen soll. Könnt ihr euch raufhauen, dann wird er aber sterben. Oh, das war der Rest? Okay. Dann stellen wir uns erstmal. Ach, das war's. Okay. Ah. Mathilda und Heinrich hatten zusammen König Stephans Belagerung der strategisch wichtigen Burg von Wallingford zerschlagen. Ja, ich hatte die. Nach über 10 Jahren des Konflikts beanspruchte Mathilda noch immer den Thron. Sehr schön. So, dann werden wir uns beim nächsten Mal aber erst die Videos angucken. Ne, das hier können wir nochmal lesen. Das Angevinische Reich. Als König Stephan starb, bestieg Mathildas Sohn Heinrich den englischen Thron. Er wurde zum ersten König, der über das Angevinische Reich herrschte, wie man es heute nennt. Also, lesen. Heinrich war ein aktiver und ehrgeiziger Herrscher und entschloss, das Herz seines Reichs zu schützen und zu erweitern. Er reiste persönlich durch seine Länder, schloss Verträge, schlug Aufstände nieder und annektierte neue Gebiete. Heinrich handelte so schnell und mit solcher Kühnheit, dass der König von Frankreich meinte, er scheine zu fliegen, statt zu Pferd oder Schiff zu reisen. Doch genau wie Heinrich sollte es auch dem angevinischen König, den angevinischen Königen, schwer fallen, ihre, ich finde dieses angevinischen, na egal, ihre Macht zu wahren. Nach nur 2 weiteren Generationen würde ihr Reich zerfallen und England erneut in den Krieg stürzen. So, und das ist das, ach nee, das haben wir gerade. Der Sieg über König Stephan bei Lincoln verschaffte Mathilda die Oberhand. Ja, genau, das hatten wir. So, dann werden wir jetzt den Part beenden, beim nächsten Mal die nächste Mission starten und ein bisschen haben wir scheinbar noch ein bisschen vor uns. Gut, dann melden wir hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.